Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Video von mir. Das wird jetzt nicht arg lang gehen, aber ich hatte neulich ein Video von Planet Zero gesehen, der mal so eine Tierlist für RPG Maker gemacht hat. Und da ihr wisst, dass ich den auch benutze, gehen wir jetzt auch mal der Reihe nach hier durch. Und wir werden die einfach auch mal für uns mal listen, ja? Ich werde den Link zur Tierlist in die Kommentare packen, dann könnt ihr da, beziehungsweise in die Infobox, dann könnt ihr da auch mal gucken. Ja, der RPG Maker 2000 war tatsächlich auch mein erster Maker. Und den würde ich tatsächlich entspannt bei einem B einsortieren. Der ist sehr, sehr benutzerfreundlich, der kann so einiges. Die damalige Zeit war das sau cool, damit einfach was zu bauen. Es war völlig egal, was. Es hat einfach Spaß gemacht. So, dann haben wir hier den RPG Maker 2003. Den finde ich noch etwas besser als den 2000er, würde ihn tatsächlich in A schieben. Ich habe mir davor auch ein paar Gedanken drüber gemacht, deswegen geht es jetzt relativ schnell. Weil der ist etwas besser als der 2000er, den habe ich viel, viel lieber benutzt. Mittlerweile die neuen Steam-Versionen, die können auch noch mal mehr als damals. Der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. RPG Maker 95 habe ich nicht benutzt, deswegen bleibt der mal außen vor. Der RPG Maker MV, den lasse ich mal noch. Den hier kenne ich leider auch nicht. Den Gameboy Maker kenne ich auch nicht. Es geht also deswegen echt schnell. Den PlayStation Maker kenne ich leider auch nicht. Na, traurig aber auch. Das ist der Switch MV. Den habe ich mir mal angeguckt. Ja, ich habe nie benutzt, aber der wird auf keinen Fall besser als das, weil die Steuerung, eigentlich sogar eher hier, weil die Steuerung von dem ist. Vergiss es. Der RPG Maker VX Ace, den würde ich so auf die gleiche Stufe wie den RPG Maker 2000 setzen. Der hat leider etwas eingeführt, beziehungsweise der VX, der übrigens Trash ist, deswegen auf D. Der hatte nur ein Teilset und alles sah so blockig aus. Noch blockiger als sonst der XP Maker. Da kommen wir gleich zu. Der war wesentlich runder. Hatte 3x3 Autoteils. Die neueren Maker alle nur 2x2. Wobei es damit auch ein paar Tricks gibt, wie man das umgehen kann. Aber ja. Also der VX Ace, der ist noch ganz okay. Der VX ist der kleine Bruder, der kam sozusagen raus, ist gefloppt. Und dann haben sie den Ace rausgebracht. Man kann wieder mehr Teilsets benutzen. Man kann wieder dies, man kann wieder das. Ja. Der RPG Maker XP, der geht auf den A-Rang. Der hat zwar ein paar Sachen verloren, wie Faces und dies und das. Die musste man alle nachpatchen mit irgendwelchen Plugins oder Skripten. Und es war, na okay, kann man machen. Da musste man irgendwie schreiben, Backslash F, eckige Klammer auf, Face-Name, eckige Klammer zu, und dann wurde das Face halt an der Stelle angezeigt. Das war okay, da musste man sich dran gewöhnen, das ging schon irgendwie. Ja. Der hatte aber schon die erste Skriptfunktion, da konnte man schon coolen Kram mitmachen, das hat schon Spaß gemacht. Damals auch, als ich noch bei Force gearbeitet habe, hatte ich damals auch noch mein Kampfsystem gebaut mit und so. Ich hatte dann zwar für die Sprites ein anderes benutzt, weil so weit war ich damals noch nicht. Aber so die Kampfsystemlogik und so, das habe ich selber gemacht. Das war cool. Das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Auf gar keinen Fall. Guckt da bloß nicht rein. Das war echt peinlich. Aber es ging. Mit rumprobieren ging das. Was ich aber leider ab der Ära feststellen muss, wir haben damals noch Sachen mit dem 2000er, dann habe ich ja angefangen, 2000, 2003. Da hat man auch sehr viel Workarounds gemacht mit Events. Und das muss ich mir heute manchmal ein bisschen abgewöhnen, weil ich heute auch mit JavaScript arbeite, den neueren Makern. Aber wir waren früher etwas erfinderischer, muss ich sagen. Es gab mal irgendwann eine Diskussion in einem Forum, ja, ich suche ein Plugin, um unsichtbare Wände zu machen. Da brauche ich kein Plugin für. Da weiß ich sofort, ey, weißt du was, entweder mache ich einen Teil, was ich impassabel mache, und map das, oder ich setze einfach leere Same-Level-Events. Und schon kann da keiner mehr durch. Das war ganz einfach. Der RPG Maker Unite, eigentlich möchte ich den noch hier drunter. Ne? Also, ich kenne ihn nicht. Offiziell kenne ich ihn nicht und ich will ihn auch nicht kennen, okay? Der RPG Maker MV, S-Tier, auf jeden Fall. Mit dem benutze ich gerade, den benutze ich ja gerade, um Alvaron zu bauen. Wobei, S-Tier ist vielleicht doch manchmal ein bisschen übertrieben, aber ich will ihn doch da oben lassen, weil er mich jetzt 8 Jahre lang begleitet hat. Aber der ist oft abgestürzt. 32-Bit-Anwendung, sobald einmal der RAM auf über 2 GB peakt, geht er einfach ungefragt aus. Ohne Fehlermeldung, ohne alles. Und das geht schnell, weil ich habe über 900 Maps im Spiel, da sind Parallaxes drin, dies und das. Klickst du eine größere Map an, ist er aus. Ne, es geht super schnell, das ist super ätzend. Sehr anstrengend. Das Mapping, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Das ist gleich wie beim VX Ace, dieses One-Layer-Mapping. Man hat anstelle der normalen Layer, hat man die verschiedenen Teilsets, die dann die Ebenen bestimmen oder so. Ich habe keine Ahnung, ich blick's wirklich nicht.
So, da kam die Regierung gerade durch die Tür. Ich dachte, ich schaffe das noch, bevor sie nach Hause kommt. Aber nein, nein, das ist nicht wieder unter Beobachtung hier. Jetzt muss ich wieder lieb sein. Ja, genau. Der RPG-Maker MV, der hat dieses Layer-Mapping eingebaut, dieses alles auf eine Ebene gewichse. Und damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Das ist der Grund, warum ich mich auch für mein eigenes Projekt Parallax-Mapping entschieden habe. Weil da kann ich dann die Ebenen genau bestimmen und weiß genau, wo was ist und verstehe das System. Ja. Mit der Schwäche, dass es halt, dass er halt schnell abstürzt. Das kann schon ein bisschen ärgerlich sein. Ja, muss ich jetzt sagen. Es ist ein bisschen, näh. So. Dann haben wir den RPG-Maker MZ übrig. Und mit dem arbeite ich gerade an einem Prototypen fürs nächste Projekt tatsächlich. Und der ist... Muah. Der hat einfach alle Features, die der MZ hat. Aber noch mehr. Wir haben Layer-Mapping, wie im XP. Sogar noch eine Ebene mehr. Wir haben eine neuere Pixie-Version da drin. Wir können neueres JavaScript benutzen. Ich kenne die Funktionen vom MV einigermaßen gut mittlerweile, da wir auch unsere Plugins für Alvaron selber geschrieben haben. Und wir jetzt auch in MZ alles wieder selber schreiben werden. Also wir haben nicht alles in Alvaron selber geschrieben. Es gab ein, zwei Sachen, die haben wir fremd genommen, weil das einfach am Ende des Tages irgendwie doch zu eklig wurde. Aber im MZ versuchen wir tatsächlich ganz auf Fremd-Plugins zu verzichten. Von daher interessiert mich das nicht, dass die MZ-Plugin-Reichweite noch nicht so groß ist. Viele MV-Plugins funktionieren auch noch, weil die Cores nahezu, nicht komplett, nahezu identisch sind. Hier sind ein paar Manager umgeschwenkt und ein paar Objekte haben eine etwas andere Struktur, aber in den meisten Fällen funktionieren die Sachen noch. Zumindest, was ich bisher mal so Spaß habe, ausprobiert habe. Ja, aber... Ja, wie gesagt, also für mich ist der MZ einfach noch der bessere MV, also wie ein MV-Ace eigentlich. Ich weiß auch, damals waren die Leute ein bisschen am Schimpfen über den MZ. Der hat mittlerweile so viele Features noch dazu gekriegt, Tileset-Größe und dies und das und alles Mögliche. Und ich freue mich jetzt schon darauf, mit dem wieder richtig zu mappen. Bisher habe ich das mit Tiled gemacht in einem anderen Programm dann und dann mit die Ebenen rausgeholt und die dann per Plugin rein und es war immer ehrlich gesagt die Kollision, weil es Pixel-Movement war, alle per Hand noch auf die Map. Das war eine Haufen Arbeit und nicht so einfach. Und hier versuchen wir eigentlich dann alles wieder Teilsets zu bringen. Kollision über Teilsets, auch die Pixel-Kollision über Teilsets und so. Das wird noch eine spannende Aufgabe, aber wir müssen ja nicht morgen fertig werden. Und ich freue mich einfach drauf, mit dem zu arbeiten. Der ist auch eine 64-Bit-Anbindung an der Stelle gesagt und der fliegt dir nicht bei 2 GB um die Ohren. Das braucht schon ein bisschen mehr. Was er gar nicht mag, sind Dauerschleifen, aber das ist ein anderes Thema. Welches Programm mag das schon? Am Ende des Tages muss ich sagen, ist das so meine Tierlist? Und falls ihr das anders seht, falls ihr noch Ideen habt oder was auch immer, dann macht's doch auch. Macht auch eine Tierlist. Schließt euch uns an und erzählt mir mal oder uns mal eure Tiers sozusagen. Gut, das wär's an der Stelle. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss.